Gute und herzlich willkommen zu Alan Wake 2. Willkommen zum Vorabritual. Ich denke mal, dass wir jetzt das Ritual gleich sehen werden, weil wir hier im Ballsaal sind. Wir haben den Ballsaal gefunden. Und legen dann auch gleich mal los. Ein bisschen Verband mitnehmen. Rauschen. In einzelnen. Obwohl, ne, brauchst du nicht. Schnappen wir uns hier mal den Schlüssel. Schnell speichern. Hier ist der Saal. Da bin ich mal gespannt, was hier abgeht. Aber erst gucke ich mich hier erstmal so um, bevor ich in die Szene reingehe. Also in die Handlungstafel. Hier könnt ihr noch was Interessantes zu finden sein. So. Oh, die lassen sich's gut gehen. Oh, Champagner, lecker. Auf die Bühne, hallo. Ja, ich bin nicht so der Bühnenmensch. Ich stehe nicht so gerne im Rampenlicht. So. Szene auswählen. Vorabritual. Die Handlung änderte die Details der Welt. Oha. Umgebaut. Der Kult im Stück hieß Kult des Baumes. Mit ihren Hirschmasken waren seine Mitglieder die Hinterwäldler-Echos des urbanen Horrors, des Kults des Wortes. Okay. Finden wir mehr raus. Okay. Denkt dran, trefft eure Ziele, behaltet eure Masken auf und sorgt für Verwirrung. Maske? Da kann ich nicht hin. Gut. Verflucht. Ob es ernst wird? Ich erkannte meinen Autorenraum auf der Bühne. Erst will ich das hier aktivieren. Geht es nicht? Da oben was? Aha. Gut. Nicht dafür bekommen, für Worte Dinge. Gut, geht nur ein Punkt. Kann ich sonst noch was ändern?
Erstmal nicht, nein. Und sie ist bestimmt von der Bühne aus. Ich fürchtete die dadurch entstehenden Ideen beinahe. Schönes Setting. Welche Szene fand in diesem Raum statt? Wir nannten das den Autorenraum. Im Stück schreibt der Teufel dort die Realität neu, während Gott schläft. Der Teufel war die Hauptrolle. Ich konnte eine Berühmtheit dafür engagieren. Sein Method Acting war perfekt für die Rolle. Er fiel nie aus der Rolle und trug stets seine Kultmaske. Auf den Plakaten wurde sein Name durchgestrichen. Und die mysteriöse Berühmtheit. Lassen Sie mich raten. Alan Wake. Ich wünschte, ich könnte es Ihnen sagen. Aber es gab so viele Masken. Wer er auch war, es passierten immer unheimliche Dinge in seiner Nähe. Einige in der Crew scherzten, dass er der echte Teufel war. Oh, Mr. Scratch als der Teufel. Geboren für diese Rolle. Ich musste Casey dabei zustimmen. Die Spur des Teufels folgen, oh mein Gott. Es wird immer... Oh. Immer aufregender. Wir gehen gleich hier weiter. Wir machen hier an der Tafel gleich weiter. Ich will aber... Ach, es geht hier noch gar nicht. Ach, ich habe hier kein Waffenlager, oder? Das habe ich nur bei der Agentin Fernsehen. Ja. Gut. Da war ich jetzt. Gehen wir zum der Teufel über. Die Geschichte bestimmte die Szene. Die Szene. Oha. Ist doch der Kult. Weg mit euch! Verschwinde aus hier! Was? Kamera! Es gibt keinen Entkommen. Du bist schon! Holla, die Waldfee. Da krapschen die mich voll an. Jetzt muss ich alles nochmal von vorne machen. Oh nein. Komm, ich nehme hier noch was mit. Zack. Gut. Ritual. Die Szene änderte sich. Jetzt wieder verflucht. Ich erkannte meinen Autorenraum auf der Bühne. Ich fürchtete die dadurch entstehenden Ideen beinahe. Müssen wir uns das leider nochmal angucken? Welche Szene fand in diesem Raum statt? Wir nannten das den Autorenraum. Im Stück schreibt der Teufel dort die Realität neu. Während Gott schläft. Der Teufel war die Hauptrolle.
Ich konnte eine Berühmtheit dafür engagieren. Sein Method Acting war perfekt für die Rolle. Er fiel nie aus der Rolle und trug stets seine Kultmaske. Auf den Plakaten wurde sein Name durchgestrichen. Und die mysteriöse Berühmtheit. Lassen Sie mich raten. Alan Wake. Ich wünschte, ich könnte es Ihnen sagen. Aber es gab so viele Masken. Wer er auch war, es passierten immer unheimliche Dinge in seiner Nähe. Einige in der Crew scherzten, dass er der echte Teufel war. Oh, Mr. Scratch als der Teufel. Geboren für diese Rolle. Der Teufel. Ich musste Casey dabei zustimmen. Der Teufel. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt. Das war etwas aus einer Horrorgeschichte. Aber ich musste weitermachen. Er krapscht mich hier an. Verbannt. Er langt mir ins Gesicht. Hilfe! Ah! Was ist mit dem Stuhl los? Was war das? Was ist das? Halt des Wortes! Oh, der Stuhl! Ich hab keine Lampe mehr. Oh Mann. Was jetzt? Ich muss zur Handlungstafel. Ich speichere. Speichern. Ah. Ich habe keine Lampe mehr. Oh. Hier weg. Okay, ich hab's mich hier an. Ich muss schreiben. Du wirst hier ertrinken. Verlorene Handlung. Lass die Worte dich an. Der Heimgerichter wird dich verschlingen. Lass es nicht an. Ich verschlinge sie.
Oh. Heilung. Ich musste dort sein, um sie zu sehen und zu verstehen, zu verändern. Ich muss da immer hin. Okay, dann gehen wir zurück. Hier ist der Teufel. Hier will ich den Teufel haben. Teufel. Der Teufel. Überall Leichen. Überall Leichen. Im Kult. Kult des Baumes. Hier rum. Wir machten sowas. Das war nicht der Ritualtatort, nach dem ich suchte. Es war lediglich der Appetitanreger vor dem Hauptgang. Was, der Appetitanreger? Die genießen das richtig. Wird immer brutaler, ne? Er ruft mich wieder. Mir doch die Worte. Jetzt ist hier. Oh, geil. Alles nehmen. Ja, okay, die brauchst nicht. Blendgranaten. Okay. Schnellauswahl ausrüsten. Okay. Mit der doppelläufigen fühle ich mich einfach sicherer. Falls sich jemand das bis hierher anschaut, könnt ihr auch mal gerne teilen, liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Immer wieder schön. Bringt den Kanal weiter. Danke dafür. Oh. Zimmer 206, da war ich noch gar nicht drin, ne? Hier gibt es auch wieder was. Was war das? Er hat einfach abgeschaltet. Ah, Batterien. Batterien, das ist wichtig. Für die Dunkelheit. Also gegen die Dunkelheit. Geh weg!
Oh je, der Typ ist da wieder drin, der andere. Okay. Jetzt bleibt er mich an. Lass mich voll in die Fresse. Nummer 104. Ich konnte nicht rein. Mir fehlte etwas. Der Schlüssel. Und 209 brauche ich jetzt. Oh Mann. Ich musste den Schlüssel finden. Ja, aber wo? Gib mir Infos. Verflucht. Naja, hat auch nichts genügen. Hatte keinen Schlüssel. Ja. Was würde die Badewanne? Das ist jetzt eine Axt. Die habe ich vorher gar nicht gesehen. Gut, hier ist die Spur des Teufels. Einmal hier Teufel drin.
Bin total verwirrt. Gut, da haben wir den Teufel aktiviert. Na ja, gut, ich laufe im Kreis hier rum. Hier rein. Komm ich hier rein? In seinem Zimmer wird er ihr wehtun. Okay. In meinem Zimmer? Hier? In dem Zimmer? Nein. Nein. Noch nicht rein, ne? Ich konnte nicht rein. Mir fehlte etwas. Brücke der Spur des Teufels. Hier. Hier ist überall so eine Blutspur. Blut, Blut, Blut. Hier ist so ein bisschen verschwommen. Gut, muss hier rein. Mal schnell speichern. Jesus. Was soll denn der Schlüssel sein? Hier gibt's keinen Schlüssel, ne? Hier ist nur das Bad. Ich kann auch nicht klicken. Da vorne gibt's wieder. Ich kann hier rein. War ich doch schon. Kann ich hier klicken? Nein. Irgendetwas übersehe ich.
Hier liegt nirgends was rum, ne? Was mich interessieren könnte. Habe ich den Schlüssel hier in seinem Zimmer? Nee. Oh, Quatsch. Aber hier kann ich die Szene nicht ändern. Hier ist irgendwas. Er zeigt darüber und er zeigt hier hin. Hier ist sowas passiert. Ja, hat schon aufgemacht gehabt vorhin. Da ist aber noch Zeugs drin. Ja, hier ist dieser Raum, der ist auch auf Teufel eingestellt. Wolken, da komme ich doch wieder hinter zum. Sie war von der anderen Seite versperrt. Jungs, habt ihr irgendwo einen Schlüssel rumliegen? Die Worte? Welche Worte denn? Die Worte. Die Worte von hier? Sehr merkwürdig. Hat einer von euch einen Schlüssel? Ich brauche einen Schlüssel. Und der Hausmeister darf hier nachher putzen, ne? So eine Sauerei hier. Schlüssel? Nein, nein. Nur Flaschen. Nur Gelump. Nein. Folge der Spur des Teufels. Oh, hier ist eine Spur. Da brauche ich den Schlüssel. Spur. Ich folge der Spur. Wo ist denn hier? Hier ist doch. Ach. Hier. Wenn ich hier klicke. Okay, bin ich wieder hier. Finde ich hier einen Schlüssel. Okay. Gut, keine Interaktion. Schlüssel?
gespart. Nein. Kein Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Da ist die Halle. Ich änderte die Geschichte. Und damit auch den dunklen Ort. Der Pfad des Teufels im Treppenhaus war blutüberströmt. Finished, da geht's raus. Nächste hat mich angefingert. Die fingen mich dauernd an. Und hier durchgegangen. So, der Teufel. Das war düster, aber das musste die Geschichte auch sein. Der Pfad des Teufels im Treppenhaus war blutüberströmt. Hier ein Schlüssel. Mal schnell speichern. So, dann mach ich hier mal einen Cut. Machen wir das nächste Mal weiter. Danke fürs Zusehen. Kein Liken, Abonnieren nicht vergessen. Ist ein super Feedback für mich. Dann wünsche ich euch noch was, ne? Cheerio!